Mike von einem Komplizen übernommen hatte. Das Rad war in Köder und mit einem Sender präpariert. Und ist jemand festgenommen worden? Ja, mein Vater. Mein Vater arbeitet Schrott. Und dann die Leute haben das Geschenk gegeben, weil hier in Deutschland gar nicht so viel Geld ist, um das zu verkaufen für die anderen Menschen. Das Problem ja ist ja, wenn du die Fahrräder nicht zuordnen kannst, dann kriegen die ja wieder zurück. Gar kein Fall. Meinst du nicht? Ich von mir ja nichts mehr. Ja, aber ist ja meistens so, ne? Haben wir schon öfters gehabt. Wohnung leergeräumt, konnten nichts beweisen, den ganzen Keller leer gemacht, konnten nicht zuordnen, nicht als Diebesgut. Und dann konnten wir das wieder abholen. Ist nicht mehr normal. Der hat gesagt, der hat schon mindestens 5 Tage den verkauft. Hammer.